Ja, hallo liebe Weinfreunde, the boys are back. Servus. Ja, heute probieren wir mal wieder ein bisschen was Fränkisches. Und ich denke, wir haben uns ja dazu durchgerungen, mal wieder was vom Rudi Maib zu probieren. Ah ja. Durchringen hat war gar nicht so schwer, eigentlich ging es ziemlich schnell. Ja, war ja eins der ersten on Tour in diesem Jahr. Genau, oder? Und jetzt haben wir gesagt, wir probieren da heute nochmal was. Nämlich? Der Schäfer. Ja, den haben wir ja schon mal da probiert, als wir on Tour waren. Rettstatter Langenberg, Silvaner, der Schäfer aus dem Holzfass, aus dem Stückfass. Mhm. Erste Lage vom VDP. Und damals war der eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, das schon. Der, ja, naja. Merkt man schon, dass der im Holzfass war, der Silvaner. Ja, ja, also die es sind Vanillearomen. Ja. Ja, ist schön. Gefällt mir gut. Nicht zu heftig. Also der Rudi Maib spielt ein bisschen mit dem Holz, aber es ist halt nicht im absoluten Vordergrund des Holz. Schön, kleines so bisschen buttrig. Ja, ja, ja. Sehr kräftiger Wein, ne? Hat aber auch eine starke Kräuternote. Ja. Etwas Birne, oder? Ganz leicht. Aber ganz leicht, aber vor allem Kräuter. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch der Schäfer, oder? Ja, das bezieht sich, glaube ich, auf die Lage. Also auf das die Parzelle das, wahrscheinlich, auf, Parzelle, auf der Lage. Ja. Mhm. Wenig Säure. Fetter Schmelz. Das erwartet man vom Silvaner gar nicht so. Also richtig, also nicht so ein Schlank, sondern der ist schon ein bisschen fett. Und, ja, und, aber er hat auch eine ziemliche Mineralität, finde ich. Also ein sehr vielschichtiger Wein. Mhm. Was hat er damals gesagt? In dem Sterner-Lokal in Nürnberg servieren sie den zu gegrilltem Fisch. Und ja. Ich glaube, das passt. Mhm. Ja, vielleicht auch durch diese Holzaromatik, das ist mit dem Gegrillten eben ein bisschen harmoniert, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich finde, der ist klasse, also ich würde sagen, er macht im Moment die besten Silvaner. Von dem, was ich jetzt so in letzter Zeit getrunken habe. Echt? Ich finde dieses Jahr, also was ich so dieses Jahr probiert habe, ist er schon weit oben. Das kann man noch nicht sagen, ob er ganz oben ist, weil wir haben ja noch einige Silvaner zu probieren, aber er gehört zur absoluten Spitzengruppe. Ich würde sagen, im Moment in Franken ist er auf jeden Fall unter den Top 3. Mhm. Und von meinem Empfinden her, einfach so wie ich den Silvaner gerne trinke, da ist er einfach schon so das. So nachher kommen aber auch so exotische Aromen dazu. Mhm. Ne? Sehr vielschichtiger Wein. Mhm. Preislich? Wie war denn der? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube so zwischen 10 und 15 kann das sein. Eher 15. Ja, mhm. Ja deswegen, ja, so in der Preisklasse, so zwischen 12 und 15 glaube ich. Ja, aber da kriegt man echt einen super Wein. Bomben-Silvaner, das stimmt. Und ja, wir lassen es uns jetzt noch ein bisschen. Ist auch Muschelkalk, glaube ich. Ne? Ja, ja, klar. Oder? Rettstadt ist Muschelkalk, ja. Wir haben ja noch was. Oh oh. Wir gehen halt mal. Wir gehen jetzt richtig in die Vollen. Wieder Rettstatter. Statter. Langenberg. Jetzt aber. Der Rezis. Rezis 63. Silvaner 63, das ist so seine Spitzenlinie. 2013. Das ist ganz einfach. Ja, der wollte nicht so. Mal schauen, wie der ist. Also ich fand den ersten schon gut. Ist der hier aus der Amphore?
ich würde es. Also die Weine haben auf jeden Fall alles Spontanvergärung. Mhm. Der ist wahrscheinlich noch ein Jahr zu jung. Soll den aufmachen. Wäre auch nicht verkehrt gewesen, den vielleicht auch zu dekantieren. Das ist jetzt nur ein, der an große grüne Weltliner erinnert. Also das, da merkt man die Verwandtschaft etwas, finde ich. Und hat aber im Vergleich zu Veltliner den Vorteil, dass er aus einer relativ kühlen Region kommt. Ne? Wie ist der vom Alkohol? 13. Ne, 13,5 glaube ich. 13,5. Also alles Jahrgang 2013. Mhm. Das ist jetzt Silvaner der Spitzenklasse. Der ist glaube ich auch nicht so billig. Ja, der ist schon über 20. 20, 25? Ich glaube 25 rum. Wenn ich mich recht erinnere. Boah. Hat der einen Schmelz. Mandarine, Orangenzeste. Ja. So die das, was man eigentlich beim Veltliner ist, das der Reserve hat. Ist der Hammer. Aber also mit einem ganzen Stück mehr Mineralität als viele Veltliner, die ich kenne. Ja. Schöne Säure. Also der Wein ist jetzt nicht plump oder so, hat auch noch etwas Säure. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir über die 40 kommen heute. Ja, also der hier, Bombe. Ja, also einfach nur Bombe. Ich lege mich jetzt sogar schon fest, der ist über den 45 bei mir. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Der geht bei mir Richtung 47. Das würde ich auch sagen. Und der Schäfer, den würde ich auch so bei 44, ehrlich gesagt, sehen. Ja, noch mal probieren. Ja. Mhm. Haben wir noch ein Stückchen? Ja. Zeit. Naja, die Fliege hat sich gefreut. Freitod im Silvaner. Ja. Das ist nichts für den Vegetarier, aber auch nicht für mich. Mandarine ist drin. Korrekt. Also ein bisschen gelbe Früchte, Kräuter. Der ist sehr, sehr vielschichtig. Macht auf jeden Fall hammermäßig Spaß. Den will ich noch mal trinken. Nächstes Jahr. Das ist zu früh. Der kann ein paar Jahre im Keller vertragen. Also der wird immer besser. Ja. Einen sehr schönen Extrakt. Trinkst du nichts mehr? Nee, wir haben ja noch einen. Das heißt, ich bin für den Stau jetzt verantwortlich. Ja. In der Zeit kann ich ja schon mal zwei Gläser holen. Ja, mach mal. Rizis. Was heißt Rizis? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, das ist eben seine Spitzenlage. Also eine Spitzenlinie, die er fährt. Er ist auch sein Spätburgunder, den er hat. Gibt es auch Rizis Spätburgunder. Und der Rudi macht nicht nur weiß, er macht auch rot. Ja, eben. Und was macht er da? Spätburgunder vom
Auch wieder Langenberg. Wir haben heute dreimal die gleiche Lage. Übrigens VDP, erste Lage alles. Bis auf den Silvaner, den mittleren, der ist nicht klassifiziert als erste Lage oder große Lage. Weil er sehr eigen ist. Aber wir müssen dann nochmal, wir müssen eruieren, wie der ausgebaut wurde. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil in der Amphore ausgebaut wurde und ein Teil im Holz. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, aber wir kommen jetzt nochmal zum Spätburgunder. Das ist auch wieder Langenberg Spätburgunder 2013. Fast noch ein kleines bisschen zu jung, um den zu trinken. Aber nur fast. Der ist nicht schnell genug den Baum rauf. Nee, der ist überhaupt nicht schnell genug. Und sehr schöne Kirscharomatik, finde ich. Aber es ist nicht nur Kirsche, da ist viel mehr. Ja, so. Auch ein bisschen so Tabak. Dunkle Schokolade ist auch ein bisschen Schokolade, dabei. Schokolade, Tabak nicht so, dunkle Schokolade ist dabei. Vanille? Ja. Das ist wahrscheinlich aus dem großen Holzfass oder aus dem Barrique? Ich glaube Barrique. Der ist aus dem Barrique. Du Alexandre, der Lebenskünstler? Ja, den habe ich dir doch irgendwann mal eingelegt, wenn ich mich nicht ganz irre. Mit fatalen Folgen? Ja, das dürfen wir jetzt nicht weiter erodieren. Das ist jetzt ein bisschen zu... Und wenn er da in seinem Bett sitzt und sich die Flasche mit dem Wein runterlässt und eingießt, dann riecht er auch so. Und dann kommt noch die Salami von oben. Ja, aber das ist ein Wein, den würde ich eher zu wild. Es ist Herbst, Wildzeit. Man fährt. Was ich dazu gerne essen würde, das habe ich letztens gegessen und das fand ich mega geil. Das waren beim Italiener so selbstgemachte Pasta mit Rehragu. Du isst Rehragu? Also bei Pasta war das der Hammer. Also das war so gut. So. Dann schön Parmesan drauf und dann so ein Rotwein. Nicht dieser blöde Rotwein, den es beim Italiener gab. Dieser blöde Primitivo da. Ja, die könnten eigentlich ganz gut auch manche in Süditalien. Aber der Spätburgunder hier ist mir lieber. Ja. Der hat aber so eine gewisse grazile Note. Ne? Das ist so samtig. So ein bisschen Veilchen ist da dabei. Aber auch, ich finde auch so samtig sowas. Ich finde, wenn du den trinkst, wirkt der so ein bisschen feminin. Ja, ja. Also wirklich die Diva mehr so in den Bereich Ballerina hinein. Ne? Also das kommt sehr hin. Also ein schöner Spätburgunder. Auch über den 40, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben es hier schon mit einem der Top-Winzer in Deutschland zu tun. Nicht nur in Franken. Total verkannt. Oh, verkannt nicht? Nee, nicht verkannt, das ist das falsche Wort. Unbekannt. Aber er ist schon bekannt in Weinkreisen, ja. Aber er wird halt nicht so oft genannt. Na, das ist aber gut für uns. Ja, er ist ja noch jung, oder? Ja. Aber er macht es halt super. Also das ist halt echt der Hammer, was er macht. Er ist ja nicht einer der Lauten, er ist ein Könner. Er ist jetzt nicht so ein Marketing-Fuzzi. Er ist ein Franke. Er ist ein Könner. Ja. Und ein Franke. Und ein Franke. Und ein Klubberer. Und ein Club. Besser geht's ja fast gar nicht. Okay. Ja. Der Spätburgunder gefällt mir unheimlich gut. Wie teuer war der? Ja, auch schon 25 oder so. Ah, doch. Also über 20 war er, glaube ich, schon. Wir liefern die Preise nach, würde ich sagen. Kann sich jeder ja im Internet kundig tun. Ja. Schaut einfach auf die Webseite vom Rudi Mai, Weingut Mai, und dann wisst ihr es. Dann könnt ihr es euch auch gleich bestellen. Ja, Mai. Ist ja keine Schleichwerbung. Nö, wir haben ja nichts davon. Nee. Im Gegenteil, dann ist er wieder ausverkauft. Ja. Nicht bestellen, nicht bestellen, ja. Nicht bevor wir. Ja. Nee, aber... Das ist eins der Weingüter, wo ich noch keinen schlechten Wein getrunken habe. Ja, das ist schon gut.
Und gestern habe ich meinen Geburtstag nachgefeiert in Wien mit den Mitarbeitern. Die haben etliche Flaschen Frankenwein niedergemacht. Und da waren auch Boxbeutel von Rudolf May dabei. Mhm. Und jetzt muss ich schauen, wie ich welche nach Wien kriege. Gar nicht so einfach mit dem Zug. Na, schauen wir mal. A Kistle geht. Eine Kiste geht immer. Ich würde dem auch so die 45 geben. Was haben wir dann? Wir haben ja einmal 44 bei dem Schäfer. Ja. Bei dem Spätburgunder 45. Ja. Und bei dem Silvaner 63 47. Ja. Das ist verdammt gut. Ja. Die Folge hat uns jetzt Spaß gemacht. Die hat echt Spaß gemacht. Die macht noch weiter Spaß. Ja. Also. Der Spätburgunder ist Wahnsinn. Und auch die zwei Silvaner, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, da wird man noch viel hören von dem Weingut. Ja, in Franken. Denke ich auch. Also schaut euch auch die On-Tour-Folge nochmal an. Genau. Setze ich dann auch einen Link unter die Folge hier, ja, und dann könnt ihr es euch nochmal, ja, anschauen. Ein Pfundskerl, sehr sympathisch. Genau. Und super Weine. Was willst du mehr? Ja. In diesem Sinne, eine schöne Folge. Trinkt mehr Silvaner. Und mehr Spätburgunder. Und lasst uns was am besten übrig. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Servus. Servus.